Hallo und recht herzlich willkommen wieder zurück hier auf der Zilonka. Mein Name ist Stefan und wir sind hier im LS 25 unterwegs und versuchen irgendwie Geld zusammenzukratzen, indem wir Steine aufsammeln und auch, so wie der Simon schon gesagt hat, werden wir immer versuchen jetzt am Anfang mehr Aufträge einzubekommen. Hallo Simon! Hi Stefan, ja. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Das ist jetzt die Krux. Ich habe jetzt mal erstmal ein bisschen vorgespult, dass ein paar neue Aufträge reinkommen, weil wir ziemlich am Anfang sind. Ja. Und ich bin auch schon dabei, meinen Script-Mod mit den Aufträgen hier fit zu machen, damit wir dann da quasi lukrative Aufträge reinbekommen. Sehr schön, sehr schön. Ich denke auch bis zum nächsten Livestream von Stefan und mir habe ich auch ein, ja, ich sag mal, ein kleines Modpack fertig. Was ich dann auch einreichen werde in den Mod Hub natürlich. Ja, gut. Genau. Was das sein wird, verrate ich nicht. Na, Stefan weiß es schon. Aber ihr werdet es erfahren, sobald ich es soweit fertig habe. Ist jetzt gemein, gell? Wieso sagst du nicht, dass du einfach den ETS hier verknüpft? Der XML. Nee, den Bausim, hallo. Ja, das genau. Wegen den Bauaufträgen dann hier. Ja, genau. Noch bin ich nicht voll, also vom Sammler her. Noch ist er nicht voll vom Sammler her. Sehr schön. You know what I mean? No. Ah, da hat der Deutsche schon ordentlich zu kämpfen, ne, an dem Buckelchen hier. Ja. Ist aber nicht ohne, du. Tiefnocker ist auch gemein, ne? Da muss ich nicht tief rein. Ja, so rein in die Olga, gell? Ja. Jetzt als nächstes hier mit der Scheibenecke drüber, ne? Ja, die wird kalt. Kuba halt. Wie bitte? Mit unserem Kuba halt. Ja, Kuba mache ich ja schon mit dem Steinsammler. Den Status Kuba. Ja, aber wir haben ja keine Scheibenecke. Ja. Aber da haben wir halt den maximalen Ertrag, wenn wir uns eine holen würden. Mit welchem Geld? Ja, aus den Steinen hier. Ich denke nicht, dass er so viel bekommt. Mit Millionen. Ja, jetzt bräuchte man halt den Universal-Crusher, dann wird's Gold geben, du. Ja, warum hast du noch nicht fertig? Ja, die Kollision. Das an sich würde gut laufen, aber da hätte man halt Probleme mit der Kollision, könnte ich immer durchfahren. Das wäre mir prinzipiell egal. Ja. Aber ich bin auch dabei, die ganzen Pfade für die Texturen entweder umzuändern oder halt gleich wieder auf den Deep, also auf den klassischen Modell vom Standardspiel zurückzugreifen. Und nur das, was ich abgeändert hatte, dass ich das wieder nur über die XML mache.
Das verstehe ich halt nicht, dass man so viel, also sowas wieder ändert, ne, dass die Kollisionsmaske nicht mehr stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie was verbessert von der Performance her vielleicht oder dass die Kollisionsberechnung dann besser läuft. So, habe ich fertig. Aber ich glaube, oder welche Map bin ich einfach rausgeflogen außerhalb der Border? Vielleicht. Einmal war ich draußen. Echt? Ja. Dann habe ich die F4-Taste gedrückt, um das anzuzeigen. Ja, und dann war halt ganz klar ersichtlich, dass die halt die viel zu niedrig hatten, ne? Gut, die hat nicht damit gedacht, dass irgendjemand da so hoch fliegt. Haben die Rechnung ohne mich gemacht? Ihr wundert euch, warum manche noch unten sind. Ja, das ist, weil ich quasi jetzt so wie der Simon vorhin im Tieflocker ist er erst die Reihen durch und dann mit zwei Vorgewände. Und das ähnlich mache ich auch. Das heißt, ich mache jetzt erstmal hier hoch runter und dann am Schluss kommen die Vorgewände. Deswegen sind teilweise noch unten ein paar Steine, die liegen. Die kommen dann quasi mit den zwei Vorgewänden, dann die ich dann mache weg. Was haben wir denn für Aufträge? Sie hätten drei Düngeaufträge, zwei Ernteaufträge. Würde ich mal den Auftrag annehmen, Raps. Okay, man kann also nur drei aktive Aufträge annehmen. Außer du hast die Mission, ich weiß nicht, ob es ein Mod habe ich oder Forbidden Mods. Da kannst du mehr holen. Multiple Missionen. Ja. Brauchst du noch eine Weile, bis du mich da mal eingeholt hast, gell? Ja. Ich tue übrigens das zweite Feld jetzt auch gerade tiefen locker. Sehr gut. Da machen wir ja Weizen drauf. Weizen mal ja Wiese, meine ich. Ja, aber trotzdem, es steht ja da, muss gepflügt werden. Ja. Einmal das Ding sauber gerade ziehen und dann passt das. Ich werde die Woche jetzt noch zwei Tutorials fertig machen und auf YouTube hochladen. Also wer es noch nicht gemacht hat, der sollte gerne mal ein Abo bzw. die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer die neuesten Tutorials von mir oder natürlich auch beim Simon auch rein und abonnieren und Glocke rein, damit ihr die neuesten Videos mitbekommt. Oh ja. Ja, mich hat gerade aktuell eben das Modding-Fieber ein bisschen wieder gepackt. Ist ja nicht verwerflich. Also. Ja, ich find's halt schon komisch, die Mods, wo in Mod-Hub reingekommen sind, wurden durchgewunken, obwohl der Testrunner sagt, nö. Ja. Das gab es ja schon immer so ein bisschen. Gefühlte Zweiklassengesellschaft bei den Modern. Kann aber auch sein, ja, dass es einfach so. Von dem Modder, wo ich jetzt das Gebäude angeguckt habe, heute. Ja. Ist eben ein Giants Partner, das weiß ich. Okay.
Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ja, wieso bist du irritiert? Wo sind denn die Verkaufsstellen, wenn ich gucken will, wo ich was am besten verkaufe? Preise, Finanzen? Da hast du den Ach so, jetzt Moment. blicke ich das. Ah, hier bin ich links geguckt. Ja, klar, du kannst ja hier rüber gehen. Warum falschen Reiter? Steine zeigt es nicht an. Was? In dem zeitsparende Bestandsprüfung. Übrigens auch ein neuer Mod. Ja. Gesteinsbrecher. Zementwerk. Also Zementwerk. Ist am nächsten. Wahrscheinlich wieder. Wo ist es denn? Ich hab doch Markierung gesetzt. Zementwerk ist über Feld 60. Auch da. Ja, wieso wird es mir nicht angezeigt? Da hinten? Wenn ich in die Richtung gucke. Kann ich dir nicht sagen. Kommt vielleicht noch, wenn ich da genug dran bin. Ach da, jetzt sehe ich es gerade. Da wird es rot angezeigt als 100 Punkt. Es werden jetzt, glaube ich, 675. einige Sachen angezeigt, weil ich habe drei Aufträge angenommen. Ja. Also bei mir zeigen natürlich die Aufträge stehen halt da oben drin, ja. Alles zu 0%. Und dann habe ich einen roten Button mit 600 Meter knapp über. Jetzt Ja, nur okay, 500 Meter. das ist wirklich deiner, wo du hin musst. Wie bitte? Das ist das, wo du hin musst. Ja. Gucken. Wie viele Folge ist es denn eigentlich überhaupt? Fünf und dritte? Die Das dritte müsste jetzt Folge, eigentlich oder? die vierte sein. Die vierte sogar schon, okay. Ich weiß nicht, wie lange willst du heute machen? Weiß nicht, ich muss ja noch schneiden. Also ich frag dich, weil ich habe prinzipiell keinen Druck. Ja. Also auf jeden Fall noch mal eine Folge mache ich auf jeden Fall noch mit. Also halt die fünfte dann, ne? Ja. Weil ich habe jetzt ja Urlaub bis zum 7. Januar. Oha. Fußgänger, Fußgänger, Fußgänger. Hast du gehört? Ja, bis zum 7. Januar. Habe ich Urlaub. Mhm. Wir haben jetzt heute den Da möchte ich von dir 25.11. aber ganz schön viele Streams sehen, du hier. Da ist Zementwerk. Wie Streams sehen. 24 Stunden Stream. Das kann ich nicht bringen. Guck mal, hä? 300 Euro habe ich gebracht. Wow. Und du? 301 Nichts. Euro. Stimmt, den 1 Euro den möchte man ja nicht unterschlagen. Wie viel hat das Gerät Miete gekostet? Nichts. Ich bin doch Partner von denen, weißt du? Affiliate-Partner, die haben mir den Stein haben einfach so gegeben. Oder habt ihr was anderes gesehen? Ich werde es bei dir dann auf YouTube machen. Aha, Klavierproduktion, können wir doch. Ja, das kennen wir.
Aber weißt du schon, dass ich dir schon das nächste Feld vorbereite? Ja, aber jetzt möchte ich mal von dir was hören. Von mir? Ja. Meinst du sowas wie 3, 2, 1?